Ja, die Weihnachtsgeschichte. Sie kann so klein sein oder auch so groß. Und die erzähle ich euch jetzt. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich euch mal was über den Weihnachtsbaum erzählen, über die Geschichte von dem Baum. Wie kommt es dazu, dass wir uns seit Jahrzehnten hier in Europa und in Deutschland den Baum ins Haus stellen zu Weihnachten? Es gibt keinen Baum ohne Geschenke und es gibt keine Geschenke ohne Baum. Und die leuchtenden Kinderauge, die gibt es einfach mit Geschenke und Weihnachtsbaum. Das gehört zusammen bei uns. Das hat eine lange Tradition. Das hat seinen Anfang genommen bei den heidnischen Bräuchen mit grünen Zweigen, das Immergrüne, die Hoffnung. Das war damals das Symbol von Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Und dann so Mitte vom 18. Jahrhundert kam es dann so in die breite Bevölkerung rein. Zum Beispiel 1891 wurde im Weißen Haus in Amerika der erste Baum aufgestellt. So nach dem Krieg, die Jahre, waren es dann eher die Rotfichten, die man sich geholt hat im Wald. Und so Anfang der 1970er Jahre wurden dann in Deutschland auf Plantagen, in Kulturen, die ersten Nordmanntannen gepflanzt. Und dann hat die Nordmanntanne ihren Siegeszug angetreten, weil sie einfach, sie nadelt nicht so stark, sie ist weicher, sie piekst nicht. Und dann hat die Nordmanntanne ihren Siegeszug gestartet und das hält eigentlich bis heute an. In Deutschland werden jedes Jahr ca. 25 Millionen Bäume verkauft. Ja, und bei uns war das dann schon in den 60er Jahren, hat mein Opa dann hier schon am Hof die erste Fichte verkauft. Und es gab dann damals auch schon der erste Glühwein und Punsch und Waffeln. Ja, und dann in den 80er Jahren war der Trend, hat dann an Fahrt aufgenommen und das hat sich dann durchgezogen bis heute. Und auf unserem Betrieb werden mittlerweile auf 40 Hektar Weihnachtsbäume angepflanzt. Das Weihnachtsbaumgeschäft ist ein Ganzjahresgeschäft. Das geht los im Frühjahr mit Pflanzung, Zaunbau, Zäune richten. Dann kommt der Austrieb von den Bäumen, das Wachstum, dann begleiten wir das Wachstum, wir bremsen das Wachstum auch. Dann Richtung Sommer geht es dann schon wieder los, wenn der Baum so langsam ausharten ist, dann können wir die Etiketten hinmachen, dann kann ich eine Mengenerfassung machen, ich kann eine Qualitätserfassung machen, ich kann genau planen, wie viele Bäume ich für diese Saison habe. Ja, dann kommen die ersten Kunden im Herbst und dann macht es bumm, ist November, Mitte November geht es mit Sägen los. Die wichtigsten Pflegetipps wären einfach zwei, drei einfache Sachen. Den Baum möglichst frisch sägen, vorm Aufstellen unten eine kleine Scheibe absägen, dass er nochmal Wasser ziehen kann, Wasser in den Ständer rein. Und man kann den auch noch ein bisschen besprühen mit Feuchtigkeit, jeden Tag ein, zweimal und einfach nicht direkt an die Heizung stellen. Und dann kann der Baum durchaus 3 bis 4 Wochen halten. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.